Hallo zusammen. Ich habe eine Leintron-Batterie und zwar eine Arctic. Das sieht man auch irgendwo, ist die angeschrieben. Die hat Heizmatten drin. Hier drüben steht auf dem Kopf, das ist eine Arctic. Und Lithium-Batterien sollte man nicht laden, wenn sie kalt sind. Vor allem, wenn die Zellen kaputt kalt sind, sollte man diese Batterien einfach nicht laden. Punkt. Kann man drüber streiten oder nicht streiten. Und ich habe jetzt hier in dieser Batterie drin, das ist eine 100 Ampere und hier ist eine Zelle defekt. Die ist aufgegangen. Vielleicht sieht man den Unterschied. Ihr seht die, die ist hier aufgegangen, die ist auch ein bisschen weich und das wäre eine, die noch wahrscheinlich ein bisschen intakt ist. Aber warum ist diese Zelle kaputt gegangen? Also diese Zelle liegt hier oben drin. Ihr seht, die Batterie steht momentan auf dem Kopf und diese Batterie ist hier oben drin. Also um das zu lösen, muss man hier alle Schrauben lösen, dass man diese Wände auseinanderbringt, also die mittendrin rauszunehmen, ist nicht ganz einfach. Die ist von hier und die ist dann von hier. Ihr seht, das ist auch länger, weil die muss hier in den Kunststoff rein. Und wenn man sich jetzt so eine Batterie anschaut, also das ist außen der Kasten, sage ich mal ganz frech, mit hier oben ein Deckel. Und jetzt hat es hier drin von der Seite her gesehen irgendwie solche Zellen. Die sind dann irgendwie so angeordnet. So, das sind diese Zellen. Einfach so im Prinzip primitiv dargestellt. Und jetzt habe ich bei dieser Lithium-Arctic-Batterie hier auf der Seite diese Heizmatten drin. Also ich habe jetzt diese Heizmatten, die Batterie steht jetzt immer noch auf dem Kopf. Die sind hier auf der Seite, es hat dann noch ein Papier drin, das ist draußen. Und der Temperaturfühler, der sitzt hier an der Heizmatte. Und der Fühler sitzt hier und die Heizmatte sitzt hier unten. Jetzt nehmen wir an, die Batterie ist kalt, das Auto steht draußen. Ihr fährt damit los. Die Batterie hat eine Temperatur von minus 15 Grad. Und ihr kriegt über... ob über ein Ladegerät oder über einen Ladebooster. Hier oben Spannung rein. Also das sind dann 14,6 Volt. In der Regel ein Ladegerät in der Endladephase. Und jetzt werden diese Heizungen geheizt. Links und rechts. Und wo wird es jetzt warm? Logischerweise hier und hier. Unten weniger. Das heißt, wir drücken von außen die Wärme rein, aber der erste Punkt, der eigentlich warm wird, ist hier oben. Hier oben haben wir relativ schnell die Temperatur von über 0 Grad oder plus 5 Grad und dann wird hier oben geheizt oder Energie reingelassen und diese Zelle hier unten, die sind immer noch kalt. Diese Zellen werden auch nicht warm. Weil die Heizung geht ja hoch und die Wärme steigt nach oben, haben wir mal irgendwann gelernt. Und diese Zellen sind und bleiben kalt. Und jetzt wird hier, wenn ihr einen vernünftigen Ladebooster habt und schaut oder sonst was, egal was, ich will da keine große Werbung machen für, dann donnern hier 70 Ampere auf die Lithiumbatterie. Das macht eine Lithiumbatterie an sich nichts, aber diese Zellen, die hier unten liegen, und dann eben noch mittendrin im Paket, die sind kalt. Und zwar sind die kalt bis in den Kern. Und dann wird hier Volldampf geladen. Und das Ergebnis ist dann, dass diese Zellen dann so aussehen, kaputt sind. Und wahrscheinlich ist jetzt das halt der große Knackpunkt von dieser Zelle. Die ging dann kaputt, hat einen Kurzschluss produziert und logischerweise natürlich dann das ganze Zellenpaket, Kurzschluss, der ganze Block entladen auf Null.
diese Zellen haben die Spannung und diese Zellen auch, aber hier war 0. Jetzt habe ich mal die rausgenommen, konnte ein bisschen laden. Es ist effektiv, diese Zelle macht einen Kurzschluss. Ja, aber an sich ist diese Batterie tot, nur weil man sie falsch geladen hat. Wir reden jetzt nicht über Garantie, da habe ich euch ein Video gesagt, warum ich keine Linetron mehr habe. Und ich habe hier ein Video gemacht, verlinke ich euch unten, wie schnell das so eine Linetron-Batterie auskühlt. Also, wenn ihr eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie habt, nicht draußen montieren, sondern im Fahrzeug und dann die Batterie zuerst aufwärmen, bevor ich die lädt. Klar, ich habe die im Auto drin, ich fahre damit los, irgendwo hin. Ist nicht so schlimm, weil die ganze Zelle muss warm werden. Wenn ich aber hier Heizungen drin habe, vor allem auf der Seite und nicht unten, das ist unten, weil sie am Kopf steht, hier wird es natürlich nicht warm in dieser Zelle drin. Und dann ist das Ergebnis, dass diese Zellen kaputt gehen. Der große Vorteil, dass nicht so viel mehr passiert, ist, die meisten Leute, die eine Arctic kaufen, da steht sie in der Garage drin oder sie ist dann ja trotzdem warm. Aber Leute, die halt bei kalten Temperaturen starten, in den Bergen wohnen, wo es auch noch kalt ist, die werden das Problem haben mit solchen Batterien, wenn sie draußen stehen. Ja, das ist es von diesen Linetron-Batterien. Vielleicht mache ich wieder ein Video, wenn was dazwischen kommt. Die Batterie ist in Garantie, also sie ist 2 Jahre alt, 5 Jahre gibt Linetron. Schaut in diesem Video, was ich hier verlinke. Hier könnt ihr mir noch ein Abo dalassen, vielleicht seht ihr irgendwas drüber und ich wünsche euch einen schönen Tag.